Einen wunderschönen. Hier ist Krone SK und ich heiße euch herzlich willkommen zu Die gruseligsten urbanen Legenden aus aller Welt. Heute mit dem zweiten Teil zu Island. Und ich kündigte ja bereits im ersten Teil eine Legende an, die in diesem Video vorkommen wird. Das Stichwort war eine Zeichentrickserie aus meiner Kindheit in den frühen 90er Jahren, dessen Hauptfigur den Namen David trägt. Wer es nicht weiß, ihr erfahrt es gleich, denn diese Legende wird wohl den Großteil des Videos einnehmen. Ihr werdet auch feststellen, dass ich diese Legende etwas anders angehe als sonst. Und jetzt viel Vergnügen mit Die gruseligsten urbanen Legenden aus Island Teil 2. David der Kabauter, eine Serie meiner Kindheit, die sich stark mit dem Naturschutz beschäftigt hat. David war in einer Variante der Serie ein Arzt, der kranke Tiere versorgte, und in einer anderen Variante war er ein Richter. In der Serie selbst wurde ab und zu angesprochen, dass es sich dabei um eine alte Legende handelt. Doch um welche Legende handelt es sich dabei? Sucht man nach Kabauter, dann wird einem natürlich erstmal die Serie angezeigt. Forscht man weiter, dann stößt man auf Texte, die in einem doch recht schlechten Englisch verfasst wurden. Doch da gab es ein bestimmtes Schlagwort, was mich letztlich auf die Spur der Legende über Kabauter brachte. Bevor ich sie euch jetzt erzähle, müsst ihr wissen, dass diese Legenden länderübergreifend in ganz Skandinavien vorkommen. Sie ist also nicht rein isländisch, jedoch hat die Hauptvariante seinen Ursprung in Island. Ich stieß also auf ein Wort, das den Ursprung der Kabauter darstellte. Das Wort lautete Nisse. Aber was ist eine Nisse? Eine Nisse ist eine Art Weihnachtswichtel in ganz Skandinavien. Obwohl es mehrere Variationen gibt, auf die ich gleich noch zu sprechen komme, haben alle Nissen eines gemeinsam. Sie haben eigene Gesetze. Diese lauten wie folgt. Erstens, wechsle dein Unterhemd mindestens einmal im Jahr. Zweitens, halte dich immer trocken hinter den Ohren. Drittens, erzähle jeden Tag einen guten Witz. Viertens, flöße dir täglich einen Löffel Lebertran ein. Fünftens, streite dich nicht mehr als einmal im Monat mit deinem Nachbarn. Sechstens, auch wenn du Unrecht hast, gib niemals nach. Siebtens, viel Lachen verlängert das Leben. Achtens, überanstrenge dich nicht unnötig. Neuntens, spare am Kleingeld und lass die Taler rollen. Im Ursprung war dieses Gesetz mit einer sehr alten Währung benannt. Ich habe es mal etwas modernisiert. Zehntens, lass nie deinen Nachbarn mehr Heu auf dem Boden haben, als du es selbst hast. Elftens, beobachte jede Veränderung mit Skepsis. Und zwölftens, halte dich immer fit, indem du zweimal am Tag dein Pferd am gestreckten Arm hochhebst. Wie ihr hört, sind Nisse offenbar witzige Zeitgenossen. Doch was hat das alles mit Kabautern zu tun? Wie ich eingangs sagte, gibt es mehrere Arten von Nissen. Da hätten wir zum Beispiel die Julnisse. Das sind Weihnachtsnisse, die dem Weihnachtsmann bzw. dem Nikolaus oder auch Väterchen Frost beim Verpacken der Geschenke helfen. Kleine Anmerkung dazu: Entgegen vieler Behauptungen, der Weihnachtsmann wäre eine Erfindung von Coca-Cola, gibt es den geschenkebringenden alten Mann bereits seit Jahrhunderten. Früher war der Nikolaus das, was heute der Weihnachtsmann ist. Die Julnisse helfen also dem Nikolaus, um genau zu sein, zumindest in unseren europäischen Kulturen. Der Nikolaus geht übrigens auf den heiligen Sankt Nikolaus zurück, nur als kleine Info am Rande. Des Weiteren gibt es Kirkenisse, die dafür sorgen, dass Kirchen immer schön sauber sind. Kirkenisse erinnern mich vom Namen her im Übrigen an einen gewissen Staatsanwalt aus einer gewissen Gerichtsshow, Severion Kirkidatze. Warum ich das erwähne? Nur so. Dann gibt es noch die Gardnisse. Diese halten Ställe und Häuser sauber. Dann gibt es noch Skipsnisse, in Deutschland besser bekannt als Klabautermann. Und sogenannte Setternisse, die Menschen ärgern, indem sie Druckfehler in Bücher schmuggeln. Und zu guter Letzt gibt es noch die Skofnisse, die im Deutschen auch Waldnisse genannt werden.
und diese leben in kleinen Häusern in den Wäldern, haben eine sehr kleine Körpergröße, tragen Gewänder und verhältnismäßig große, rote Zipfelmützen. Sie versuchen mit aller Macht, den Wald und die Natur zu beschützen und sind mit den Tieren befreundet. Sie werden als höflich und freundlich, aber auch als sehr mürrisch beschrieben. Dazu gelten sie als überaus hilfsbereit, aber auch als gefährlich, wenn man ihnen feindselig gegenübertritt. Die Skufnisse sind eigentlich Kobolde, sehen aber Menschen sehr ähnlich. Außerdem werden sie auch die Ärzte des Waldes oder die Gerechten des Waldes genannt. Während manche meinen, dass Skufnisse normale Lebewesen sind, gehen andere davon aus, dass es sich bei ihnen um gute Geister oder auch gute Dämonen handelt. Und jetzt mal ganz ehrlich, wer David den Kabauter mal gesehen hat, der hat ihn doch eben bei den Skufnissen wiedererkannt. Es gibt auch noch eine andere Variante, die zu den Kabautern passen könnte. Dabei handelt es sich um sogenannte Garztomte oder Hustomte. Im Grunde sind sie dasselbe wie Nisse. Gerade der Hustomte wird als Beschützer der Natur beschrieben, der sehr klein ist, eine Art Gewand und eine rote Zipfelmütze trägt. Obwohl sie sehr klein sind, sehen sie aus wie alte Männer mit langen weißen Bärten. Die weiblichen Hustomte sehen aus wie alte Frauen und tragen keine Bärte. Aber wie gesagt, im Grunde sind sie dasselbe wie Skufnisse. Wir halten also fest, die Serie David der Kabauter beruht auf einer isländisch-skandinavischen Legende. Kabauter beruhen auf Skufnissen bzw. auf Hustomte, die im Grunde die isländische Variante der Skufnisse sind. Und das war der zweite Teil der gruseligsten urbanen Legenden aus Island. Zugegeben, es war nur eine Legende. Ich hätte zwar noch eine zweite, habe mich aber dafür entschieden, diese nicht in diesem Format zu bringen, da es sich dabei weniger um eine Legende, sondern um ein ungelöstes Mysterium handelt, was aus Island stammt. Aber ihr habt in diesem Video etwas über Kabauter erfahren. Das ist doch auch was Schönes. Ich hoffe mal, es ist nicht allzu schlimm, dass es nur eine Legende war. Ich hoffe, dass euch dieses Video trotzdem gefallen hat und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Woche, was auch immer. Euer Krone SK, bis zum nächsten Mal.